Verehrte Radlerinnen, verehrte Radler und auch liebe Leute, heute präsentieren wir, Angelika und Hagen, euch den Isar Radweg. Die Länge des Isar Radweges von Schanitz nach Deggendorf zur Mündung 296 Kilometer. Man kann von Schanitz zur Quelle fahren, dann kommen nochmal 24 Kilometer hinzu. Tour 1. Wir fahren heute von Schanitz zum Quellursprung und wieder zurück nach Schanitz. Riesenhof. Unser Quartier für die nächsten 2 Tage. Wir blicken in Richtung Hinterautal. Dort befindet sich der Isarursprung. Unsere Tour für den nächsten Tag. Weglänge 12 Kilometer hin und 12 Kilometer zurück. Zunächst verläuft der Weg ebenerdig, dann steigt er an und am höchsten Punkt erreichen wir die Gleichhöhe. Ein Highlight, hier lohnt es sich eine Pause einzulegen. Wir blicken hinunter zur Isar und ins Hinterautal. Ein zerbrochener Wegweiser führt uns zum Isarursprung. Die Isar hat mehrere Quellen. Ich nehme symbolmäßig mir eine Quelle vor. Ab hier beginnt unser Isar-Radweg. Über 300 Kilometer warten auf uns. Es lohnt sich, zum Isar-Ursprung zu fahren. Ein schönes Stück Natur kann man hier begutachten. Nach der Pause am Isar-Ursprung beschließen wir, noch zur Kastenalm zu fahren bzw. zu gehen. Die Entfernung vom Isar-Ursprung zur Kastenalm noch einmal 1,7 Kilometer. Aber es lohnt sich, denn es gibt dort eine kräftige Brotzeit. Speckbrotplatte aus eigener Herstellung, so richtig herzhaft.
Geli fotografiert eine Schlüsselblume. Und nun folgen wir der Isar, wie sie fließt. Zunächst erst geht es einmal zurück nach Scharnitz. Wir machen noch einmal eine kurze Pause vor Scharnitz und genießen die Alpenflora. Tour 2. Heute fahren wir von Scharnitz nach Lenkries. Unser Weg führt vorbei an den Linderspitzen und westliche Karwendelspitze. Und nun geht es hinein in die Wildflusslandschaft Isartal. Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von 8.890 Hektar und wurde 1986 ins Leben gerufen. Wir überqueren den Silvensteinspeicher. Wir fahren über die 329 Meter lange Fallerklammbrücke. Linke Hand schauen wir noch einmal zurück Richtung Isartal. Rechte Hand blicken wir zur Staumauer. Insgesamt wird die Isar fünfmal aufgestaut. Das war der erste Stausee. Hier vorne an der Staumauer gibt es extra für Radfahrer einen Fahrradtunnel. Der bringt uns hinunter Richtung Lenkries. Links der Isar geht es Richtung Lenkries. Dort ist auch unser heutiges Etappenziel. Aber ganz so nebenbei entdeckt Geli einmal am Wegesrand ein paar Frauenschuhe. Thank you.
Lenkriese Hof. Hier übernachten wir. Tour 3. Unser Weg verläuft heute von Lenkris nach Diedersheim. Zunächst verlassen wir Lenkris und fahren Richtung Bad Tölz. Bad Tölz. Der Radweg verläuft an der Uferpromenade der Isar entlang. Unser Radweg führt über einen schönen Aussichtspunkt, den sogenannten Malerwinkel, vorbei. Hier pausieren wir ein bisschen und blicken hinunter zur Isar. Über Dämme entlang der Isar geht es nun in Richtung München. Mitten durch München fließt die Isar. Wir befahren den Isargrund und lassen schon bald München hinter uns und erreichen spät abends unsere Pension in Diedersheim. Tour 4 von Diedersheim nach Moosburg. Heute ein voller Regentag. Deswegen fahren wir auch heute nicht so weit, nur bis nach Moosburg. Unser heutiges Ziel, der Gasthof und Pension zur Lend. Wir lassen unseren Tourentag hier an der Isar langsam ausklingen. Tour 5 von Moosburg nach Landau.
Unser Weg führt vorbei am Uppenborn-Stausee und wir blicken nach Eching bei Landshut. Wir durchfahren Landshut. Nach Landshut ist der Radweg manchmal im schlechten Zustand. Da die Isar mehrmals aufgestaut wird, entstehen große Seenlandschaften. Es lohnt sich, einmal eine Pause zu machen und auch die Tierwelt zu beobachten. Noch ein Naturhighlight auf unserer Tour. Wir besuchen einmal den wachsenden Felsen von Usterlingen. Es soll der höchste in Europa sein. 5,4 Meter hoch und 37 Meter lang. Quellkalk ist das Baumaterial des wachsenden Felsens. Ich gehe einmal hoch, um mir die Krone des Felsens einmal anzuschauen. Wenn wir nicht wissen, was sie da für Käfer finden. Unser Weg führt uns weiter über eine Staustufe. Hier werden zurzeit Reinigungsarbeiten durchgeführt. Bevor wir nach Landau zu unserem Quartier kommen, müssen wir erst einmal den Isar-Radweg verlassen und fahren ein Stück des Boggerlbahn-Radweges. Die Boggerlbahn war einst eine Nebenbahn. Ihr Gleisdamm wurde kurzerhand umfunktioniert zu einem Radweg. Es ist schon fast eine Ehre für uns Radler, hier über die langen Brücken fahren zu dürfen. Unser Quartier und auch Ziel für heute. Tour 6 von Landau zur Mündung nach Deggendorf. Heute geht's zur Isarmündung. Und nun greifen wir die letzten paar Kilometer bis zur Mündung an. Wir beide
sind ziemlich gespannt, was uns da erwarten wird. Ziemlich unspektakulär ist das Ganze hier. Ein kleines Stück müssen wir noch laufen, um die Mündung richtig einsehen zu können. Und zu guter Letzt lassen wir uns übersetzen, damit wir nach Deggendorf zum Bahnhof fahren können. Und somit geht unsere Isar-Radtour dem Ende zu. Fazit: Positives: viel Grün, wenig Autos. Negatives: wenig asphaltiert.